Bin jetzt. Jetzt sind wir live. Hallo Leute. Wir starten jetzt hier die Nachtschicht mit Kunstschnitt elastisch Oberteil Herren. Und ich habe ja schon Norman quasi vermessen am Anfang. Das habt ihr ja gesehen im Video. Und eigentlich unterscheidet sich der Schnitt auch nicht großartig von dem, was wir für die Damen gemacht haben. Natürlich haben wir hier keinen Abnäher im Brustbereich. Deshalb gilt der Schnitt eigentlich auch für Damen, die vielleicht Körbchengröße A haben und keinen Abnäher brauchen. Also wenig vorne. Brust. Wenig Brust, wo sich dann auch der Jersey anschmiegen kann und nicht überspannt. Und ich habe den Mastsatz ausgefüllt. Jetzt wirst du mal ein bisschen nach unten gehen mit der Kamera. Mhm. Übrigens, Norman hat für euch in der Gruppe heute als PDF-Datei den Mastsatz erstellt. Den könnt ihr euch jetzt runterladen, ausdrucken, wie so oft ihr wollt, und eure Istmasse eintragen, also die Körpermasse, dann die nötigen Zugaben, die ich schon erklärt habe, die ich auch nochmal erklären möchte, die konstruierten Maße dann, die dann sich daraus ergeben, auch die Hälften und die Viertel, die man dann ja für die Schnittaufstellung braucht, weil wir ja nur mit einem halben Schnitt arbeiten, beziehungsweise auch Vierteln davon. Unten drunter seht ihr nochmal das Maßsatz für die Ärmel und den werden wir auch brauchen, und zwar morgen früh. Da konstruieren wir für die Damen, weil es ja für dann alle Schnitte, die wir gemacht haben, das gleiche gilt, den Einnahtärmel elastisch fürs Oberteil. Also Damen oder Herren ist egal, der Ärmel bleibt der Ärmel, die Maße sind natürlich wichtig. Ansonsten ist er in der Armkugelform genau der gleiche, nur die Maße ändern sich. So, was habe ich gemacht? Ich habe hier meine Körperhöhe eingetragen, Brustumfang und. Die wichtigsten Maße hier, wo ich dann was dazu gegeben habe, ist die Rückenbreite. Die ist nach Formel ermittelt, die habe ich im ersten Video schon gesagt. Genauso wie der Armlochdurchmesser und die Brustbreite. Hier sind die Zugaben dabei, ja. Dann habe ich auch hier die Brusttiefe 2 gemessen und konstruiert, sowie die Vorderlänge 2. Und auch hier in der Armlochtiefe oder auch Rückenhöhe genannt vormals, habe ich eine Zugabe gemacht, damit quasi das Armloch unten ein bisschen Spiel hat und nicht in die Achsel drückt. Genau das gleiche wie beim Damenschnitt. Und jetzt machen wir das für die Herren mit einer anderen alternativen Taillierung. Und ich zeige euch auch, wie ihr, wenn ihr eher gerade gebaut seid, wobei der Schnitt eigentlich das von sich selber ergibt, überprüfen könnt oder auch mal eine Seitennaht machen könnt, die etwas gemächlicher ist. Und dann fangen wir eigentlich gleich wieder so an wie vorher. Wir zeichnen uns eine lange Linie hinten, das ist meine Wirbelsäule. Tragen den Hals als erstes oben ab, lassen uns hier ein Stück frei. Ob wir die Linie dann später verlängern, hängt von uns ab. Jetzt gucke ich erstmal nach der Armlochtiefe, 24,5 plus eine marginale Zugabe von einem halben Zentimeter sind 25. Dann bin ich hier. Im 90 Grad Winkel trage ich dann hier, das ist ja die Brusthöhe, nach außen ab. Vom siebten Halswirbel wieder nach unten gemessen, die Taille, das ist die Rückenlänge. Bei Norman ist der schmälste Punkt bei 39 cm und ich kann euch aus Erfahrung sagen, meistens sind es ungefähr 41. Und da weichen wir quasi jetzt auch von der Norm ab. Aber es ist ja ein Maßschnitt und soll später dem Träger passen und sich gut anfühlen. 16. Okay, dann tragen wir die Modelllänge ab, die habe ich ja auch gehabt, da ist ja auch die Hüfte. Das habe ich gemessen, das waren 60 cm, 50 hat mein Lineal. Wenn ihr kleiner seid, ist es natürlich kürzer. Da endet quasi das T-Shirt in der Regel. Auch hier im 90-Grad-Winkel abtragen.
da ist ja meine Taille, also 7. Halswirbel, Hals, Brust, Taille, Hüfte. Ja? Ich habe ja gesagt, es ist immer gut, sich das einzuschreiben. Brust, Taille, Hüfte. Damit ihr wisst, wo ihr seid, Hals, hintere Mitte, Rücken. In der Taille bei den Herren, in dem Elastikschnitt, tragen wir 3 cm nach innen ab, gehen ab dem 7. Halswirbel hier runter und gehen dann parallel die 3 cm runter bis zur Hüfte. In einem normalen Gewebten wären es 4 und bei den Damen 2. So, das ist so der Unterschied hier. Wir können diese Linie aber so nicht lassen, denn wir haben einen Elastikschnitt und haben eine hintere Mitte, die im Bruch liegt. Also verbinde ich quasi die Linie wieder. Hier geht man nämlich von hinten ins Auge. Diese Linie ist nicht mehr gültig. Das ist unsere neue hintere Mitte. Und von der fange ich an, hier zu messen, wo ich dann überall lande. Als erstes trage ich die Rückenbreite ab. Die Rückenbreite hat auch eine Zugabe von dem halben Zentimeter. Dann bin ich bei 19. Ich fange natürlich dann hier an. Dann kommt der Armdurchmesser. Bei den Damen habe ich den Armdurchmesser unterteilt in 2 Drittel hinten und 1 Drittel vorne. Warum macht man das? Damit die Naht, die Seitennaht, nach vorne rutscht. Ich könnte auch den Armdurchmesser einfach eiskalt, ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann, hier ist eine Naht. Ich könnte den Armdurchmesser, weil ich ja hier bin, einfach halbieren und dann wäre die Naht in der Hälfte. Optisch sieht man aber schmäler aus, wenn man diese Seitennaht nach vorne verlegt. Und deswegen haben wir das bei den Damen gemacht. Bei den Herren ist es vielleicht nicht so üblich, vor allem nicht bei sportlichen Teilen. Das macht euch auch die Schnittaufteilung leichter, der Armlochdurchmesser. Ich bin jetzt bei 13, 5, 6,5. Da machen wir die Hälfte. Beide Hälfte, also einmal Rückenbreite von hier aus gemessen. Da kann ich raufgehen mit dem Lineal. Einmal die Seitennaht für den Rücken, die Hälfte vom Armdurchmesser. Bei mir 6,25. Dann lasse ich einen kleinen Abstand drin, weil ich ja noch die Hüfte einzeichnen möchte. Bei den Hirn brauche ich nicht so viel, 6 cm genügen. Dann fange ich gleich mit der Seitennaht an fürs Vorderteil. Und trage jetzt von der Seitennaht auch wieder die Hälfte vom Armdurchmesser ab für mein Armloch. Kann hier nach oben zeichnen. Und trage meine Brustbreite ab. Mit meiner Zugabe von 1,5 cm ergibt ja dann in der Gänze einen, sind dann 22 bei mir. Und trage vorne die vordere Mitte ab. Auch hier muss ich die Breite errechnen, wie denn mein Abstand ist von Brust zu Brust. Und auch mit der Formel 1/10 BU plus 0,5, das macht dann 10,5, bin ich bei 11. So. Hier kommt natürlich kein Abnäher mehr hin, aber ich muss mich trotzdem nach oben orientieren, weil ich ja den Schnitt nach oben verlängern möchte.
Auch hier ist die Strecke. Zeigst du es nochmal bei dir selber bitte? Hier. Auch hier möchte ich den Schnitt verlängern, weil die Rücken ist länger, Brust, kürzer, Brust ist länger. Auch hier markiere ich mir. Moment. Hier markiere ich mir meine Brustbreite ein. Gehe dann in diesen Punkt von der Taille, das ist ja unsere Taillenlinie, meine Vorderlänge ab. Die ist 47,75. Ja, wir können schon mal sagen, ich falle auch aus dem Rahmen. Also auch kein Standardmodel. Das ist niemand von uns und da, es geht auch nicht darum. Auch hier verlängere ich dann den Schnitt. Halsbreite muss ich abmessen. Bei mir waren es 7,5. Plus einen halben Zentimeter bin ich bei 8. Ab da gehe ich 2 cm hoch, lege meine Schablone da an, wo ich ein schönes Halsloch machen kann. Gehe auch hier 1,5 bis 2 cm runter. Man hat eher eine gerade Schulter, also mache ich 1,5. Ihr könnt auch weniger machen, je nachdem wie viel Winkel die Schulter hat. Dazu brauche ich jetzt noch die Schulterbreite. Die habe ich mir nicht ausgemessen. Beziehungsweise ich habe sie gemessen, aber ich brauche die konstruierten Maße. Und dazu brauche ich einen Taschenrechner. 47 waren das. Minus 7,5. Ist gleich 39,5. Geteilt durch 2. 19,5 bleiben mir übrig. Den Punkt hier. Die bei mir üblich 23,5. Das kann ich mir dann ausrechnen. Bin ich bei 15,5 und da ist ein Elastikschnitt, ist nämlich einen halben Zentimeter weg. Lande bei 15, Schulter ist hier. Dehnt sich nämlich bei Jersey etwas aus. Lieber eine kleinere Schulter. Es ist nur ein halber Zentimeter, aber optisch macht er das vielleicht aus. Auch hier teile ich wieder. 24 bin ich bei 12, ist die Hälfte. 1 Zentimeter. Bei 6, 1,5 Zentimeter. Auch hier kommt meine Schablone des Lineals zum Einsatz. Da lege ich mir wieder mein Armloch hin, wir zeichnen runter. Und dieses gemessene Maß hier von 24 cm ziehe ich 2 cm ab, lande bei 22 cm. Bitte das Müller und Sohn Schnittbuch für Hemden. Und das andere auch.
es gibt eine Besonderheit, und zwar in den Schnittbüchern. Und da ist meiner Meinung nach eins nicht richtig. Ich habe das auch schon recherchiert, was eben die Vorderlänge 1 anbelangt. Bei den Herren wird vieles nach Körpergröße errechnet. Und hier sagt die Maßsatztabelle, Vorderlänge 1 sind 24 cm. Das ergibt 1/4 Länge plus 3,5 cm. 1/4 Rückenlänge plus 3,5 cm. Aber die Rückenlänge, sie ist 45 cm und die ergibt sich bei den Herren nach der Körperhöhe. 1/4 Körperhöhe sind 45 cm. So. Und hier sind dann 24 cm Vorderlänge berechnet. Und diese werden ja aus der Taille wieder nach oben konstruiert, wenn ich jetzt hingehe. Das passt nämlich schnitttechnisch nicht, wenn 24 cm irgendwo da. Da kann ich kein Halsloch haben. Es macht erst Sinn, wenn ich da oben ansetze. Hier, in diesem Armloch kann ich auch entweder 0 bis 1,5 cm wegmachen. Auch hier brauche ich 1 Winkel. Und auch hier muss ich mir dann die Schulter suchen. 7,5 cm ist mein Halsloch breit. 1,5 kommt dazu. Das sind dann 8,59. Und auch hier suche ich nach der Schablone. Das passende Halsloch. So, und ich habe hier meine Schulter gemessen und muss sie auch übertragen. 15 cm habe ich. Fange hier an mit meinen 15 cm und suche mir dann, wo die Schulter im Schnitt landet, und das ist hier. Und auch hier sind es 1/4 AD, am Durchmesser sind hier 2,4. Findet ihr alle beide Schnittaufstellungen ohne Brustabnäher auf der Seite 162, im Vergleich auch natürlich den anderen. Da habe ich die Konstruktion gemacht. Und jetzt gehe ich nach unten und suche mir auch wieder eine schöne Kurve. Wobei da natürlich der Unterschied ist, hier habe ich euch gezeigt, dass man eben den Armdurchmesser auch halbieren kann und nicht ein Drittel, zwei Drittel setzen muss, sondern es geht auch so. Punkt, wo meine Schulter kommt, da setze ich dann hier an und ihr seht, es ergibt sich ein viel flacherer Winkel für die Schulter. Was ich noch machen kann, ist optisch gesehen, wenn man sich OLED anschaut, das geht auch wieder nur um die Optik, die Nahtverlegung an der Schulter. Tendenziell sieht man ja auch schmäler aus, wenn die Naht hier nach vorne verlegt ist, anstatt da oben. Und das ist bei T-Shirts auch so gemacht. Man setzt hier einen Zentimeter an und verlängert das Halsloch hinten samt Schulter. Diese Linie gilt nicht mehr. Übrigens kann man das in dem anderen Grundschnitt mit Abnäher genauso machen. Ob bei Damen oder bei Herren, ist egal. Und hier setze ich die Schulter tiefer. Diese Schulter gilt nicht mehr, denn dieses Stück ist von dem darüber gewandert. So, jetzt habe ich den Grundschnitt aufgestellt. Was fehlt mir natürlich? Wieder mal die Differenz in der Taille. Die muss ich mir auch ausmessen.
20 brauche ich. Habe ich vorne und auch hier bitte eine 9 hintere Mitte messen, die ja gerade ist. Da kostet ich schon fast 3 Linien für die hintere Mitte. 24, 5. Die werden probiert. Natürlich komme ich bei 105 raus, war ja auch mein Brustumfang. So, diese 105 und 96, da habe ich eine Differenz, die ziehe ich dann ab. Also so viel habe ich dann zu viel im Schnitt. Das sind 9 cm. Das gilt jetzt aber für den ganzen Schnitt und ich habe nur den halben Schnitt hier. Also werden die 9 cm durch 2 geteilt. Und diese 4,5 cm teile ich für die vordere, also für die vordere Seitennaht und für die hintere Seitennaht auch gleichmäßig auf, also teile ich das wieder durch 2. Das sind 2,25. 2,25 bleiben übrig. Auch bei uns Herren ist die Taille etwas erhöht und lacht oben. Halben Zentimeter raufgehen und ab da trage ich die 2,25 ab, wobei als Herr möchte ich das vielleicht nicht so körpernah, wenn ich jetzt den Grundschnitt machen würde, würde ich auch komplett körpernah schneidern. Wir Herren haben aber nicht so viel Taille und vielleicht schaut das blöd aus, insofern lasse ich die 25 weg und mache nur die 2 cm. Später im Schnitt könnte ich es ja noch anpassen, wenn ich es tatsächlich enger haben möchte, aber das reicht. 2 cm Taillierung sind viel. Für meinen Geschmack sogar für den Herrn noch eh zu viel. 1,5 sind mir genug. Das kann nämlich schnell merkwürdig ausschauen. Und auch hier verbinde ich dann Armloch, Armloch-Taille. Genau das gleiche mache ich jetzt mit der Hüfte. Ich muss ja wissen, ob die Hüfte eventuell breiter ist als das gemessene Maß. Auch hier messe ich wieder mal. Ab der neuen Linie sind es 23,5. Und die addiere ich dann auch zusammen. Sind 51,5 mal 2. 103 cm hat dieses T-Shirt unten in der Hüfte und unser Maß sagt 104. Und da sieht man, mir fehlt 1 cm. Den kann ich jetzt auch aufteilen, indem ich sage hier einen halben und hier einen halben. Dann wäre quasi die Hüfte auch körpernah. Ich möchte das nicht, ich möchte, dass da noch ein bisschen Bequemlichkeitszugabe dabei ist und gebe zu dem jeweils einen halben Zentimeter überall dazu, also wird es quasi 1 Zentimeter überall. 1 und 1. Hier muss ich natürlich wieder aufpassen, dass ich einen rechten Winkel bilde, deshalb geht jetzt mein Saum nach oben. Das ist normal. Und auch natürlich raus. Und auch hier suche ich eine schöne, gefällige Kurve, die zum Schnitt passt und hier unten auch einen 90-Grad-Winkel bildet. Ich merke mir die Zahl, wo ich war. Und da das Vorderteil nicht länger wird, übertrage ich die Höhe an der Seitennaht hier rüber, runde den Saum an und gehe 1 cm raus.
bisschen höher. Das korrigiere ich mir natürlich selbstverständlich. Ich möchte, dass die Schnitte später zusammenpassen. So, das ist nicht da. So. Zack, die Bohne. Das Oberteil ohne Abnäher. Für den Herrn oder für die Dame mit Körbchengröße A. Schauen wir mal, ob mir jetzt noch um die Uhrzeit jemand zuschaut. Ja, drei Leute gucken uns noch zu. Von den drei Leuten. Von den drei Leuten habt ihr noch eine Frage dazu. Ansonsten auch morgen. Übrigens, ich habe den Schnitt schneller aufgestellt, als ihr einen Schnitt irgendwo rauskopiert habt. Ja. Ja gut, du bist auch geübt. Ja, ich glaube, diejenigen welchen, die damit erst anfangen, ab und zu mal gucken. Macht nichts, probieren. Nehmt euch Zeit, schaut euch das genau an. Ihr habt ja auch Referenzen und wie gesagt, wenn ihr einen Schnitt mal gemacht habt, der Rest folgt immer nach diesem Schnitt. Ansonsten können wir euch nur den Tipp geben, Webware. Wenn wir ja Webware vernähen, dann ne, zur Probe Bommel. Das ist das günstigste und irgendwie einen günstigen Jersey wird er wahrscheinlich auch noch finden, wenn er einen elastischen Grundschnitt macht. Also wenn es ganz schlimm ist und die Kasse wirklich knapp. Es gibt so Einrichtungsgeschäfte, so Billigdiscounter, da kann man auch Jersey-Spannbettlaken kaufen. Ja, für ein paar Euro und schneidet den Gummi weg und dann hat man auch Meterware, die reicht für ein Oberteil allemal. Zum Probieren, ja. Und hat 2 Euro gekostet. Ja, also das geht auch. Es muss nicht immer Meterware sein, nicht immer der schickste Stoff. Im Gegenteil, genau dafür nimmt man hier irgendetwas, was übrig geblieben ist, irgendeinen Fehlkauf, wo man die Farbe hasst, wo man nie wieder anziehen wird. Alte Bettwäsche, irgendwas, was keiner mehr benötigt und macht sich seinen Schnitt selber. So. Christina halluziniert schon. Ja, hat sie vorhin schon. Klappt ja auch. Gut, keiner hat eine Frage. Morgen werden wir zu diesen Schnitten Ärmel konstruieren. Genau. Einen Ärmel natürlich, der passt dann überall rein. Natürlich mit unterschiedlichen Maßangaben. Genau. Aber die brauchen wir auch für den Schnitt. Und das zeige ich euch dann. Und wir machen die Korrekturen noch am Damenschnitt für die Olga. Genau. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ja. Schlaft gut, bis morgen die Videos. Genau, bis morgen früh. Ja. Wenn ihr Fragen habt, dann postet unter das jeweilige Video am besten oder stellt eine konkrete Frage im Forum. Und sofern dann Zeit ist, dann wird es auch zeitnah beantwortet. Auch die Profis im Forum dürfen sich angesprochen fühlen und den Anfängern helfen, was das anbelangt und ihnen auch zeigen, wie man es machen kann. Bei der Schnitttechnik, wie gesagt, es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Es ist zwar hier nicht generell so, aber auch die Müller- und Sohn-Bücher sind nicht perfekt. Auch da steht manchmal Quatsch drin. Und manchmal muss man es einfach selbst versuchen. Genau. Dann würde ich sagen, bis morgen. Ja. Schlaft gut und kommt gut durch die Nacht.